Jürgen Deiß heißt er, ist 56 Jahre alt und fährt seit 21 Jahren hinter dem Omnibus-Lenkrad. Seit heute darf er sich Busfahrer des Jahres nennen. Diese Auszeichnung bekam er durch eine Wahl der VVS-Fahrgäste. Landrat Heinz Eininger, VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger, GR-Omnibus-Chef Erhard Kiesel und OVK-Geschäftsführer Eberhard Dannenmann gratulierten zu diesem Erfolg. Der frisch gekürte Busfahrer des Jahres vermutet, dass seine Fahrgäste vor allem die Menschlichkeit schätzen. Sondern dass man einfach danach auch guckt, dass es dem einen oder anderen mal gut geht. Wenn jemand zum Beispiel jetzt nicht einkaufen kann und er ruft an und sagt, Jürgen, könntest du mir schön was vorbeibringen, dann macht man das einfach. Ja, es ist einfach Menschlichkeit da und ich glaube, das macht es aus. Wenige, aber manche wissen einfach nicht, wie man sich benimmt. Also zum Beispiel Füße auf den Sitz und manchmal die Pommes auf dem Boden und so weiter. Das sind einfach Sachen, die müssen nicht sein. Würde dem Busfahrer das Leben leichter machen, wenn es nicht so wäre. Der jährliche Wettbewerb zum Busfahrer des Jahres soll gemäß VVS-Chef Hachenberger eine Auszeichnung für den anstrengenden und verantwortungsvollen Job sein. Zum zweiten Mal verlieh der VVS auch den Sonderpreis für Zivilcourage. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Mustafa Domus vom Omnibusverkehr Kirchheim, weil er einer Rentnerin in der Not sofort erste Hilfe leistete. Ja, während der Fahrt ist die Frau schlecht geworden. Ich musste anhalten und der Frau Hilfe leisten. Und da hat der Fahrgast auch mitgeholfen. Wir haben den Fahrgast also dementsprechend versorgt und haben auch Rettungswagen gerufen. Und dann ist Rettungswagen gekommen, haben sie diese Frau mitgenommen. Heute geht der Frau so gut. Es freut uns. Das ist für mich selbstverständlich, ja. Ich helfe gerne so den Leuten. OVK-Chef Eberhard Dannenmann ist stolz auf seinen Mitarbeiter. Er bezeichnete Domus als Busfahrer mit Leib und Seele.